Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Und ihr habt vielleicht das Problem, ihr habt so einen alten Rasentraktor, der wohl nicht für der Reiter hier mulchen kann oder anderer aufsammeln kann. Und ihr möchtet jetzt den Rasen oder das Laub vom Rasen aufnehmen. Und da gab es eine super Rasenkehrmaschine von der Firma Husqvarna. Mit der Rasenkehrmaschine kann man bedingt Laub und Rasenschnitt gut aufnehmen. Am besten funktioniert das, wenn du das ein bisschen liegen lässt, dass es ein bisschen angeheimt ist, dass es praktisch leichter ist, dann geht es eigentlich am besten zum Aufnehmen. Die Rasenkehrmaschine wird einfach angehängt am Traktor oder am Reiter. Kann man auch ein bisschen variieren, oben oder unten festschrauben, die Halterung ist stabil verbunden. Ihr stellt hier die Höhe ein von der Kehrwalze, indem ihr einfach hier den Bolzen zieht und dann geht es ja mit dem praktisch rauf und runter. Und hier an der Bürste, da sieht man dann, ihr sollt halt nicht zu stark reingehen, dass das mitnimmt, aber nicht blockiert praktisch. Das wäre über einen Antrieb angetrieben. Das probieren wir jetzt einfach dann nachher zusammen aus. Ihr habt so einen großen Fangbehälter, wo das Gras oder Laub reinbefördert wird mit der Entleerungsvorrichtung. Also hier ist eine Schnur dran. Je nach Traktor muss man die halt dann noch ein bisschen verlängern, dass man es irgendwo vorne am Sitz hat. Also in dem Fall müsste man es noch ein bisschen länger machen, aber das kommt immer auf den Traktor drauf an. Mit dem könnt ihr dann praktisch das Ganze hier auskippen. Also braucht es dann bloß anziehen und dann könnt ihr das schön auskippen. Für den Transport und Lagerung kann man das Ganze auch kleiner machen. Da kann man hier entriegeln, den man dort nach oben drückt. Dann kann man es hier aushängen. Und auf der anderen Seite das gleiche. Hier einfach nach oben drücken, rausziehen. Dann kann man das rausnehmen. Und wenn man die Metallspangen hier rausnimmt, die werden bloß so reingespannt, dann könnt ihr das Tuch auch noch zusammenfalten zum Lagern oder für den Transport, dass es weniger Platz braucht. Habt ihr dann, wie gesagt, den Vorteil, ihr könnt es einfacher aufbewahren und leichter transportieren. Und das Teil kann man ja leichter wo reintun. Und wenn man es wieder reinnehmen möchte, das Ganze, ja bloß hier praktisch mit der Schraube und hier mit der Schraube einfach reingedrückt wieder, also hier drücken, dass es entriegelt ist und einrastet. Und auf der zweiten Seite das gleiche, hier wieder hochdrücken, einrasten, fertig, schon ist es wieder einsatzfähig. Genau. Ich wickel das jetzt bloß dabei da rum, weil wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht verlängern. Und dann zeige ich euch einmal, wie man damit entsprechend arbeitet. Also hier mäht unser Mähroboter. Deswegen haben kleine Grasschnipsel vorhanden. Ich bin jetzt bloß einmal kurz hergefahren. Ich zeige euch das jetzt praktisch. Wie gesagt, mit der Höheneinstellung, das muss man halt ausprobieren, je nach Höhe. Ich habe jetzt einfach mal eingestellt auf Stufe 4. Aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen höher gehen. Probieren wir jetzt einmal einfach aus. Gehe jetzt einmal. Ja. Ich glaube, Stufe 6 reicht auch noch locker. Probieren wir jetzt einfach mal aus. Wie gesagt, die Höhe könnt ihr anpassen. Fahren wir mal einfach drüber. Und wenn es zu wenig tief ist, dann gehen wir einfach tiefer.
gesagt, die Schnur muss man halt dann je nach Traktor vielleicht nur ein bisschen verlängern, weil sonst kommt es ja da nicht so weit rüber. Aber kann man ja machen, ist ja kein Problem. Das ist ja das, was serienmäßig dabei ist. Ihr habt gesehen, ihr könnt es da wunderbar auskippen, man braucht es euch bloß anziehen und dann leert der automatisch auf. Und ihr habt es auch hier gesehen, man muss natürlich aufpassen, wenn man zu tief stellt, gerade wenn es sehr nass ist. Also bei uns sind große Laubbäume, das heißt, das ist ein entsprechend nasses Material. Aber wenn man entsprechend das griffig eingestellt, sieht man jetzt hier ganz schön, hat man das Laub jetzt wunderbar mitgenommen, weil zu viel Laub im Rasen ist ein Problem, weil dann euer Rasen kaputt geht. Also ist schon besser, man tut es entfernen und das geht mit der Rasenkehrmaschine also auch wunderbar. Es sollte halt nicht watschelnass sein, das ist jetzt ein bisschen feucht, da geht das eigentlich ganz gut. Auch wegen Rutschen, weil die Kehrbürste wird ja über das Rad angetrieben. Und wenn es jetzt zu batzig wäre, dann rutscht das Ganze natürlich irgendwann. Aber sonst ist das eine super Sache. Also wenn es mal so eine Aufsammelkehrmaschine braucht, kann man auch super als Ergänzung zum Mulcher nehmen, wenn du im Herbst aufsammeln willst, das Laub. In dem Fall will der Kunde das auch machen, der wo die Maschine kriegt, kann ich euch das wärmstens empfehlen. Wenn es euch gefallen hat, macht es wie immer, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Und wenn ihr mal so eine schöne Husqvarna Kehrmaschine braucht, würde mich natürlich freuen, wenn ihr an mich denkt. Ich verlinke euch im ersten Kommentar wieder das Produkt mit den ganzen technischen Daten. Dankeschön und schönen Abend. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie man bei der Rasenkehrmaschine von der Firma Husqvarna das Teil einfach zerlegt und verstauen kann. Das geht nämlich auch ganz einfach und schnell. Aushängen oben, da braucht man bloß unten ziehen, dann kann man den Korb wegnehmen, dann zwei so Metallstangen drin, die nimmt man einfach raus. Und schon kann man den Auffangsack schön zusammenfalten und dann das Gestell selber. Da kommt der Bolzen raus, dann kann man den seitlichen Arm einklappen, Bolzen und Splint wieder reinstecken, dass nichts verloren geht. Auf der anderen Seite das gleiche, wird einfach eingeklappt und der Bolzen wird wieder reingesteckt, dass er nicht verloren geht. Dann die Anhängevorrichtung, die Zugvorrichtung, die ist auch mit dem Bolzen ausgestattet. Den tun wir raus, dann kann man das Ganze schön einklappen. Und schon kriegt es wunderbar in einem Kombi oder in ein Auto, wo man umklappen kann, das rein, das Gerät von der Größe her. Man kann es dann bequem verstauen. Man braucht also nicht unbedingt einen Anhänger, wenn man es einmal transportieren möchte. Also das finde ich auch eine super Sache von der Rasenkehrmaschine, dass man die auch leicht transportieren, zusammenlegen oder aufbewahren kann für den Winter, ohne dass man viel Platz braucht.